Und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Barbarossa. War hier nicht noch irgendwo jemand? Ist wahrscheinlich abgehauen und noch mehr Versorgung würden wir nicht kriegen. Also gehen wir auch erstmal zurück. Ja, ihr rückt weiter vor. Da ist jetzt so ein doofer Panzer. Und die haben uns jetzt abgeschnitten. Ach so. Der ist sogar, ja, der hat die Eisenbahn sich da gekrallt. Da scheint jetzt nicht viel zu helfen, außer mit Masse durchzubrechen. Welches gefangene Haku wissen wir erst. Jetzt mal einiges und hier ist tatsächlich keiner mehr. Okay, und wir müssen irgendwie über den Fluss kommen. Aber warte, das war nicht klug. Sonst kommt der von hier und cuttet uns das einfach wieder. Aber da müssen wir, denke ich, nächste Runde schauen. Oder auf Dauer mit den ganzen Infanteristen. Hier ist soweit anscheinend nichts. Du könntest auch noch hier rüberkommen und denen irgendwie helfen. So, da haben sie sich mal wieder gesammelt. Könnte knifflig werden, da reinzukommen. Schauen wir uns das Ganze mal von näher an. Warte, wissen wir jetzt eigentlich wirklich alles über die Front? So, da stehen noch Leute. Ah, da stehen wir hier, da. Faszinierend. Da ist jemand drin. Zurückgezogen, sehr gut. Sagen, du fährst dahin. Ich würde die Stadt schon ganz gerne erobern. Wir riskieren es mal mit dem Bomber. Vielleicht ja nächste Runde. So. Ah, jetzt darfst du den noch versorgen und wenn sonst nicht viel mehr ansteht, kommst du mal damit rauf. Die werden hier schon einen Weg finden. Einfach mit schierer Masse in nächster Zeit. Ich habe ausreichend Vertrauen. So, den Versorgungs... Ach, die bauen die noch, aber die können dann demnächst zur Eisenbahn vorrücken. Ich denke, wir können diesen Versorgungspunkt wieder einkassieren. Haben wir einen mehr. Und den hier bald auch. So, wir müssen jetzt erstmal ganz dringend die da ausboxen. Leider keiner überrannt, aber jetzt sind sie weg. Ach ja, vielleicht hätten wir... Ach nee, stimmt, die Logistik war noch blockiert. So, jetzt sollten wir möglichst sehen, die hier zu vernichten, auf dass uns hier keiner mehr nervt. Die Reste von denen müssten nächste Runde aufgeben. Ihr stellt euch mal eben trotzdem noch hier hin und bildet eine Kontrollzone. So, der Rest weiter nach vorne. Da geht tatsächlich einer. Ich kann schon versuchen, hier entlang zu ziehen. Kämen wir da zu dem Ziel auch recht bald. Ah,
anderen Seite. Warte, du musst vielleicht da, damit die nicht einfach ganz stumpf dahin laufen und alles abschneiden. Das war vielleicht doch etwas überzogen jetzt. So, dann können wir den Punkt hier, denke ich, auch schon einkassieren. Und das war Q. Bewegt sich dahin. Dann können wir nächste Runde da einen Punkt bauen. Ich weiß, diese Runde haben die nichts, aber nächste Runde müsste das wieder passen. Und dann haben wir dich, der du nicht dahin kommst in die Stadt. Oh, das hatte ich jetzt eigentlich gehofft. Weil dann müsste das, dass wir da lang können. Aber dann musst du jetzt in aller Eile hier zurück. Oder sonst geh auf die Eisenbahn. Dann hast du definitiv Versorgung. So, dann denke ich, waren alle dran. Nochmal der Blick, wenn wir gerade alles haben. Hier sammeln sich so ein paar. Warte, was ist, wenn der Panzer da reinfährt? Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Ach, ärgerlich. Da sind noch ein paar. Und da ist einer. Okay, der Panzer wird uns da wahrscheinlich wieder abschneiden. Weil es sowieso sind, weil natürlich die Brücke kaputt war. Oder auch nicht, aber die Brücke ist trotzdem kaputt. Ach, und jetzt kriegen wir auch keine Punkte mehr. Ach nö, was habe ich denn jetzt angestellt? Jetzt ist der natürlich zwei Runden ohne Versorgung. Das heißt, wir kriegen keine Punkte mehr. Und können die Brücke nicht reparieren, wodurch wir unsere Versorgung nicht wieder in Schuss kriegen. Werden wir irgendwie mal sehen müssen, wie wir da reinkommen. Oh, keine Versorgung, ach. Ja, da drin haben Versorgung. Ja, die von da noch kommen, wie es aussieht. Könnte hier an der Ecke auch noch alles ein Ticken komplizierter werden. Oder wir errichten ein Versorgungsdepot. Hier zum Beispiel, eins reicht. Könnten wir uns da hinstellen und einfach versuchen, mit Massenangriffen demnächst die Stadt da zu erobern. Und demnächst noch das, ja, irgendwie die letzten Felder einkesseln. Dann einfach, da kriegt ja nichts, dann hat sich das auch, wenn wir nächste Runde da die Eisenbahn hätten. Beziehungsweise können wir jetzt hier nicht mal mit einem Präzisionsdings nicht diese Brücke killen, müsste das eigentlich auch funktionieren. Ja, sieht gut aus. Ja, was machen wir hier? Wir müssen hier ein Versorgungsdepot bauen. Und jetzt erstmal unsere eigenen Flanken decken, dass uns da keiner reinfährt. Ich fürchte, das wird sehr eng mit dem Übergang nach Kingstep. Wir müssen im Kern jetzt schon jemanden losschicken, dass er da reinkäme. Und dafür müssten wir dem Panzer den Weg freischießen, dass er vielleicht das Depot übernimmt und damit Vollgas nach Norden heizen könnte. Gleichzeitig irgendein anderer Panzer uns hier mal nach hinten decken muss. Und der würde dann ohne Versorgung im Nirgendwo stehen. Wir könnten auch versuchen zu bomben. Oder wenn wir diese Stadt hier nehmen würden,
Da ist doch einer drin, ein LKW, ja. Der könnte uns versorgen. Guter Treffer. Er zieht ab, darauf hatte ich gehofft. Da ist nämlich unsere Versorgung wieder da. Der zieht sich leider nicht zurück. Wir haben eine Runde 6. Runde 7. Runde 8. Oh, das wird eng. Ach, da ist doch noch einer. Ja, jetzt können wir den Übergang bei noch was, glaube ich, vergessen. Das wird nichts mehr. Das ist ein bisschen doof, aber okay. So, wie sieht's hier drüben aus? Logistik ist immer noch unterdrückt. So, ich hatte eigentlich gehofft, wir hätten jetzt schon die Eisenbahn und deswegen stehen die hier vorne. Jetzt haben die aber irgendwie mehr Probleme. Wir müssen an dem vorbei, um die Eisenbahn zu kriegen. Das muss dann wohl wieder per Masse gehen. Kann der mal drauf gehen? Und das könnt ihr machen. Willst du hier auch schon mal was von der Eisenbahn einnehmen? Zum Glück in den Ort rein, du musst den da entlang abschirmen. Gehen uns natürlich diese zwei Felder direkt für eine Versorgung, das ist vielleicht ein wenig unschön. Okay, du deckst vielleicht oder wieder mal eben platt. Ihr bleibt hier, um da abzudecken, nicht, dass sie noch da entlang kommen. So, das Depot, da können wir uns, glaube ich, auch schenken inzwischen. Karten, ganz vergessen, dass es die gibt, aber da scheint mir jetzt nichts wahnsinnig hilfreiches bei zu sein. Du kannst ja noch weiter nach vorne. Und da musst du mal stehen bleiben, weil inzwischen so viele Bereiche unterdrückt sind. Na gut, wir haben ein Ziel, Ziel Nummer 2, jetzt werden wir Versorgung haben, nähern wir uns an. Das Ziel haben wir und nach Norden werden wir wohl leider nicht mehr kommen. Ja, und bei einem Panzer musst du uns doch nach Süden abdecken, dass hier jetzt noch einer lang kommt. Zwischen jemanden. Ah, 251. Infanterie. Die wäre natürlich längst schon da gewesen. Die hier sind. Nö. Ach, die. Warte, die sind echt praktisch. Können wir uns nämlich direkt die Versorgung hier schon mal ranholen. Dann, solange du auf der Eisenbahn läufst, kannst du uns das Land schon mal einnehmen. Okay, das wäre jetzt praktisch, dass die nochmal gekommen sind. Ja, nächster Zug. Also sind wir bei den Zielstädten jetzt zum Teil knapp. Er hat keine Versorgung, okay. Die haben auch da drin keine Versorgung. Ich würde sonst versuchen, hier zu bomben und die Sache schnell. Oder wir schauen uns erstmal doch noch kurz um.
Du hast wieder Versorgung, kannst aber noch nichts machen. Du kannst wieder voll machen. Feindlichen Einheiten fernhalten, das ist auch gut. Und du hast keine echte Chance. Aber ja, hat man letzte Runde den Feldweg genommen? Weiß man ja nicht. Ja, sonst. Es lohnt nicht. Komm einfach mit zurück. Warte. Achso, ihr seid beide jeweils eine Runde ohne Versorgung. Das würde ich hier nochmal eben durchtauschen. Der hier hatte nämlich Versorgung. Dass wir einen versorgten Panzer in der Stadt haben. Das finde ich gut, ja. Und die Panzer. Ja, wer kriegt jetzt den Bomber? Da müssen wir mal eben sehen, wer insgesamt die größeren Probleme hat, jetzt noch sein letztes Ziel zu erfüllen. 1-1. Das ist nicht gerade die stärkste Einheit. Ich glaube, die können wir nächste Runde überrennen. Da stand noch eine Einheit drin. Das haben wir mitbekommen, als wir das Haku gekriegt haben. Das heißt, das Ziel werden wir auch eher nicht erreichen. Aber dann würde ich alles in allem sagen, bomben wir auf den noch drauf. Dann mal hin. Ja, 1-1 müssen wir jetzt nicht mehr machen, also. Wir haben doch einen LKW frei, oder? Ich meine, diese Nachzügler hätten doch nie eine Chance, glaube ich, hier. Obwohl, da ist der Versorgungspunkt. Okay, die kommen demnächst zu einem Punkt. Hauptsache, Nachzügler kommen ja alle durch und werden nochmal vom Hakus eingesammelt. Ja, ihr haltet das. Ja, wir nehmen das ein. Jetzt müssen wir sehen noch eben, wer kann hier drüben noch verstärken. Ein paar Mann brauchen wir hier noch, die Sowjets fernzuhalten. Dass die jetzt nicht einfach noch auf unsere schöne Eisenbahn laufen. So, ja, ich denke mal, wir sind bereit für den nächsten Zug. Die sind unter anderem außerhalb der Versorgung. Das, naja, ist dann halt so. Er hat es nochmal auf die Eisenbahn gefahren. Das wäre kritisch geworden. Tja, kaum schon mal, endlich mal Versorgung da und schon. Gut, nochmal Angriffe, die uns wirklich nach Boni bringen, würde ich starten, und davon gibt es gar nicht so viele. Sonst, Leute, positioniert euch alle auf der Bahn. Die Ziele sind alle, denke ich, in sicherer Hand bei uns. Können wir hier noch irgendwie Einheiten wieder austeilen? Versorgen. Ah, ist gut. Einfach noch ein bisschen Erfahrung farmen. Und alle hier zurück auf Versorgen.
Bitte? Ja, auch noch ein bisschen Erfahrung für unsere Leute. Vielleicht muss ich jetzt selber damit rein. Okay, alle Ziele erobert, zum Teil etwas zu spät. Übergang hier oben kriegen wir dann leider nicht. Schade, ich hoffe, die nächste Mission wird da nicht zu schwer. Und ihr verteidigt euch hier einfach. Ich würde sagen, wir können die Mission dann beenden. Fährt dann auf die Eisenbahn, aber darauf kommt es ja nicht mehr an. Wir haben gewonnen, immerhin. Auch insgesamt gesehen nicht so viele Verluste. Das war schon in Ordnung. Aber wir müssen jetzt mal sehen, wie die nächste Mission aussieht, wenn wir das halt nicht geschafft haben. Ah, die ist erst noch gesperrt. Ach so. Ich dachte, es ging jetzt sofort weiter. Omnivia. Achso, und von hier gehen, kommen wir jetzt quasi von der anderen Seite mit München. Beziehungsweise, welche Einheit haben wir denn bei München? Ist das ist ja anscheinend auch gesperrt. Also müssen, oder machen wir sonst erstmal im Norden weiter, müssen wahrscheinlich Smolensk erstmal erobern, bevor wir da weitermachen können. Naja gut, dann an dieser Stelle jedenfalls erstmal wieder, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.